So, da, dann haben wir noch ein Spiel gegen Bosnien-Herzegowina. Das ist unser letztes Gruppenspiel. Was wir gewinnen sollten, ich sage jetzt sollten, müssen, das hört sich ja immer so wie an, so wir müssen gewinnen und dann tun wir den Druck ein bisschen erhöhen. Ja. Verletzten haben wir da. Rechter Verteidiger. Linker Verteidiger bräuchte man. Achso, der ist ja verletzt. Haben wir zu euch irgendwas noch? Oder warte mal. Ich schau mal gerade, ob wir vielleicht noch was anderes hätten. Wie war das doch mal? Achso, da. Teamtraining anwenden. Fitness 30. Das hört sich doch gut an. So, sind alle Spieler wieder fit. Wie gesagt, man kann das ja auch benutzen. Dann würde ich mal sagen, ich hätte noch einen neuen Stürmer, den ich auf jeden Fall reinschicken würde. Bendecke, der ist echt gut, muss ich sagen. Damit können wir hier ein bisschen was tun, würde ich sagen. So, dann rechtes Mittelfeld wollte ich eigentlich auch noch jemand anderes reintun, aber den habe ich jetzt gerade. Ah. Wir haben nur einen im rechten Mittelfeld zur Verfügung momentan. Das ist natürlich nicht so dolle. Wie lange ist Nagi noch verletzt? Fällt noch ein Spiel aus, okay. Linkes Mittelfeld haben wir einen, zentrales Mittelfeld haben wir welche. Den könnten wir eigentlich noch spielen lassen. So. Dann würde ich sagen, den hier können wir auch spielen lassen, den Franzosen. Ja, wir haben jetzt leider keinen rechten Mittelfeldspieler mehr da. Okay, dann muss es ohne gehen. Gut, dann würde ich sagen, starten wir das Ganze. Warum geht das jetzt mit der Starttaste nicht? Okay, dann machen wir das eben anders. Normal Starttaste drücken und es geht. Achso, ja, okay, wir sind ja in der Mannschaft. Okay, Entschuldigung. Also, Turnier laden. Zack. Und Partie spielen. Jo. Und weiter geht's. So, Trikots auswählen. Ja, jo, nee. Nimm halt mal das Auswärtstrikot. Weiß-weiß ist ein bisschen blöd. So, dann mal los. Würde ich sagen. Oh. Na, lass mal das lieber. Hallo zusammen, ich bin Manni Volkmann. Mit mir kommentiert Frank Buschmann. Herzlich willkommen zum heutigen Pokalspiel. Das wird spannend. Letztes Spiel in der Gruppenphase. Ich hoffe, wir überstehen sie. Jetzt ist Stimmung hier im Stadion. Die Spieler sind auf der Reise. Alessandro Vecchio Cina wird die heutige Partie leiten. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. So. Im Steuerkreuz zur Information kann man die virtuelle Taktik einstellen, also die Schnelltaktik, falls jemand Ja, da interessiert kommt haben was auf uns sollte. zu. Sehr gute Flanke. Hugo Almeida. Ah, Er ist schade. förmlich vom Boden geschnellt per Hecksprung und kann den Ball noch abwehren. Nigerien gegen Argentinien, 0 zu 1 für Argentinien. Pjanic, der macht sie nicht selber rein. Er bereitet sie vor in unnachahmlicher Manier. Das heißt, warte mal, Nigerien hat 4 Punkte, weil die gegen Bosnien-Herzegowina auch unentschieden spielen. Jetzt müssen wir schon wieder rechnen. Wir müssen gewinnen. Okay. Das heißt, Tempo spielen, Tempo-Fußball spielen, Tempo-Fußball spielen. Leute, 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 Zweikampf um den Ballbesitz. also, drück mal. Pjanic. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Ah, zu. Ah, mit Franck Ribéry klappt es immer wieder mal. So bei FIFA.
auch mit einem Müller oder so, aber mit dem hat es mal nicht geklappt. Okay. Und nun Salihovic. Peje. Ah! Das Zuspiel, deswegen geht der Ball ins Aus. Also, so wie es zur Zeit steht, hilft uns ein Unentschieden nicht weiter. Da wir im direkten Vergleich gegen Nigerien verloren haben. Wow. Das war gut rausgespielt. Das haben wir gut gemacht. Mann, glaube ich, der ein Tempo. Herrliche Flanke. Ja! Jawohl! Das war das 1:0, meine Freunde. Und endlich mal eine Flanke, die gepasst hat. Mit der Zunge. Super Kopfballtor. Wir sehen, und wo kein Abseits war. Für den Keeper ist da gar nichts zu machen. Und wieder so eine Situation, wo man glaubt, der muss doch Sprungfedern in den Schuhen haben. So hoch wie der steigt. Ein super. Ich sag's immer wieder, also FIFA ist schon ein Sport. Hugo Almeida. Tja, Buschi, was kriegen wir heute von ihm zu sehen? Die klassische Anspielstation. So musst du vorne drin im Zentrum arbeiten, die Mitspieler sehen und dann auch bedienen. Wie gesagt, FIFA kann schon aufregend sein. Effektiv, wenn es so knapp ausgeht und so. Flanke fliegt in den 16er. Ja, okay. Jawohl, tolle Parade des Torhüters und souverän festgehalten den Ball. Aber wie gesagt, Pjanic. Wir sind ja heiß auf die WM. Ich bin gespannt, Mulic, wer dieses Jahr Weltmeister wird. Natürlich bin ich wie jedes Mal für Deutschland, klar, logisch, bin. Pille. Ich wohne ja auch hier, ich bin ja Deutscher. Und, Salihovic. Und von daher bin ich natürlich für Deutschland. Aber ich glaube, dieses Jahr. Wenn man die ganzen Verletzten sieht und die Verletzungssorgen und so weiter, was wir haben, dann wird es natürlich ein bisschen mehr weh. Aber wie gesagt, schon wir probieren trotzdem. Holen Sie sich den Ball zurück. Also die Spieler von Deutschland werden es definitiv versuchen, natürlich, aber. Für mich eigentlich mit den Temperaturen, die am besten zurechtkommen werden, südamerikanische Mannschaft wahrscheinlich, das machen wie Argentinien oder Brasilien oder so. Ah, Abseits, schade. Aber man dürfte die Hoffnung ja nicht aufgeben. Ist ja noch ein bisschen hin und dann werden wir sehen, was passiert. Wow! Nisimovic hat den Ball. Ihr habt gesehen, das war. Ja. Da waren die Schiedsrichter. Die Zuschauer nicht so begeistert davon. Aber gut, wenn der Schirr nicht faul hat, ist es aber kein Problem. Oh, das wird immer enger. So. Konzentrieren wir uns doch ein bisschen auf Fußball. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Er hat zu weit. Schade. Der landet irgendwo im Nirgendwo, rollt über die Seitenlinie. Lulic. Wie? Nisimovic hat den Ball. Lulic. Und auch an seinem Geburtstag spielt er heute. Okay. Und nun Ivicevic. Wer hat Geburtstag? Schöne Flanke. Oh, fantastisch, wie er da geklärt hat. Und jetzt haben wir die große Chance. Ja, Tamasse. Ach, komm. Jetzt gehen sie aber Risiken ein da hinten. Das ist doch Glück. Abseits. Ich habe eigentlich direkt Pass gemacht, also gleich Pass gedrückt. Haben sie Glück gehabt. Ich merke schon, ich bin heiß auf Fußball. Da wird der Ball abgefälscht und geht ins Aus. Eckball ist gut für uns. So, es gibt Eckball. Ob die da was draus machen? Vorsicht! Ah! Ja, wenn er jetzt mal ein Kopf größer gewesen wäre. Oder auch zwei, Manni, denn an dem kann er nicht rankommen. Da muss er 40 cm größer. Und ich sag, wir haben noch eine komplette Halbzeit. Es kann noch. Hugo Almeida. Das
deswegen hoffe ich doch, dass ich hier auch. Dann und Junivicevic. 2-0 irgendwie erhöhen könnte. Abseits. Zu früh gestartet. Abseits. Weil das wäre natürlich dann das Beste, wenn wir das auf 2-0 erhöhen könnten. Weil Shawcross. Ja, verdammt. Da wollte ich ein bisschen arg schlau sein, aber. Schönes Tackling, sauberer Zweikampf. Pellier. Hugo Almeida. Situation verdammt. Wurde geklärt. Ich hab gedacht, ich könnte durchlaufen. 1-0 zur Pause, knappe Führung, alles noch. Okay, 1-0. Warum denn nur so wenig Tore in diesen ersten 45 Minuten? Weil die nicht richtig justiert haben. Im Abschluss das Ganze viel zu schwach. Ja gut, 62% Ballbesitz. Schüsse aus Tor haben wir auch mehr. Schüsse haben wir auch mehr. Also es sieht gut für uns aus eigentlich, muss ich sagen. Aber 62% Ballbesitz, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht eigentlich. Der Unparteiische vergewissert auf jeden Fall sich, gut, dass alles wir in Ordnung dominant ist spielen, und pfeift aber ich die zweite auch, Halbzeit dass wir natürlich, klarerweise. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Das ist auch weiterhin behalten. Benteke. Habt ihr das gesehen? Ich hab doch den Ball noch gehabt, oder? Na egal. Nicht aufregen, konzentrieren, weiter auf das Spiel konzentrieren. Ah, verdammt! Gerade wenn man es mit Konzentration hat, gell? Und nun Nunivicevic. Pellier. Ah. Ich mach's den irgendwie zu leicht, ey. Da sind wir uns, glaube ich, einig. So kannst du einen Stürmer nicht stoppen. Oh, da verliert er den Ball. Was für eine Chance. Pellier. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Jeder Einwurf ist gut für mich. Hugo Almeida. Ah, da wollte ich hinter die Abwehr spielen, aber es ist für nicht geglückt. Natürlich können wir jetzt alles auf Abwehr machen oder so, aber ich würde sagen, nee, das wird nicht. Wer ist immer so schön im Fußball, ist die beste Verteidigung im Angriff. Das sieht auch gut aus. Ach komm! Der Ball, holt ihn euch. Es war aber. Und der Ball rudelt ins Aus. Es gibt so Teile, ey, da geht. Das war doch Eckball! Heute haben wir einen solchen. Das wird sich der Trainer denken. Und wenn er jetzt überhaupt noch was. Sonst wäre die Flanke ja gekommen. Also. Spieler einzuwechseln. Pellier. Okay, weiter geht's. Blind, ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Ah, da entwickelt sich möglicherweise. Ja, das was. Meine ich damit. Ab und zu tropfen die Bälle irgendwie weg von mir, aber nicht so, wie ich das gerne hätte. Gefährliche Flanke. So, ich würde sagen, wir wechseln auch mal aus hier. Ich will für ihn. Will ich noch einen Stürmer bringen? Und dann hätte ich noch gerne einen zentralen Mittelfeldspieler. So, dann würde ich sagen, weiter geht's. Diesen Pass konnte keiner der Kollegen kriegen. Wir versuchen es einfach mal. Doppelt aus. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle.
Ja, das Schild der pfeift nicht. Jetzt greift er ihn an. Diese Flanke bringt keine Gefahr. Merkt ihr das, wenn ich hier eine Flanke schlage? Ja? Vorhin hat es mich echt geärgert. Was für ein cleverer Pass. Oh. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. So natürlich ein kurzes Passspiel. Jetzt muss er ihn reinspielen. So stoppt man einen gegnerischen Angriff. Toll, wie er das macht. Ah. Ja, das okay, ist der Winkel, genau, der war zu spitz. Ich konnte ihn auch nicht mehr wirklich kontrollieren. Benteke. Die Flanke kommt gut. Ja. Ah! Alles drin. Wenn man da in die Augen schaut, also, dann hat er schon man merkt schon, wir machen schon ein bisschen Druck, aber wie gesagt, im Fußball ist ja alles möglich, deswegen. Shawcross. Blind. Sagt, wie man sagt, ein Spiel hat 90 Minuten, definitiv. Dzeko. Und gutes, schnelles Passspiel. Ja, da kann sehr viel passieren. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Und nun Salihovic. Da wird er vom Ball getrennt. Aber wenn wir den Ball so natürlich halten, dass wir Einwurf haben. Der Trainer will und muss das Spiel nochmal in andere Bahnen lenken. Das ist natürlich und das soll funktionieren gut für uns. Mit einer Auswechslung. Logisch. Ah. Super Timing, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Und ach komm, Schiri, komm. Die hacken genauso rein wie ich. Und der Freistoß, blitzschnell ausgeführt. Das ist viel zu passiv in der Hintermannschaft. Zuschauen, staunen und hinterherlaufen. So geht's nicht. Gleich zum richtigen Zeitpunkt. Spieler, weil er hofft, dass die Niederlage vielleicht doch noch verhindert werden kann. Bloß nicht. Jetzt könnte es gefährlich werden. Lukaku. Nein, der Pass war scheiße. Aber das war gut. Nachgetakt. Das ist auf jeden Fall wichtig. Pjanic. Stefanovic. Wie gesagt, ein Spiel hat 90 Minuten. Manchmal auch eine Verlängerung. Und wie gesagt, ein Angriff oder er so. Er sich sauber den Ball zurück. Wir müssen ruhig spielen. Wir müssen echt ruhig spielen. Ibricic. Ah, das war scheiße. Ganz sauber den Zweikampf geführt und dem Gegner den Ball abgeluchst. Die Schlussphase läuft, die Schlussphase ist angebrochen. Und ich glaube, die wird noch mal so richtig spannend. Oh! Ah, verdammt. Da war ja falsch gestanden. Aber gut, 90 Minuten vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Ach, verdammt. So, für einen Angriff reicht's noch. Wer könnte Ihnen jetzt noch den Ausdruck? Sag mal an den Ausdruck. So, vor mit dem Ding. Schon im Mittelfeld holen Sie sich den Ball zurück. Yes, wir sind weiter. Jetzt haben Sie die nächste Runde erreicht, Frank. Und das vollkommen verdient. Ja, mit einer klasse Leistung immer Druck auf den Gegner ausgeübt und völlig verdient die nächste Runde eingezogen. Tollen, hochklassigen Fußball haben wir gesehen, liebe Zuschauer. Da stimmen Sie mir sicherlich zu. Ich bin mir sicher, auch Ihnen hat das richtig Spaß gemacht. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Manni Breukmann. Also die Vorrunde, die hätten wir schon mal geschafft. Bin ich auch froh drüber. Puh, auf jeden Fall. Dream Team für K.O. Phase qualifiziert. 650 Coins. Okay, extra. Bonus. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Plus die 500, sind wir bei 1000 noch was. Das ist doch schön.
Mal so nebenbei, also wie gesagt, man kann hier sehr viele Coins kriegen. So, Simulation. Jetzt will ich euch natürlich zeigen, wie das jetzt mit dem Spiel aussieht. Weil sonst heißt es ja, ich cheate vielleicht oder so. Deswegen will ich euch den Plan zeigen, wie wir jetzt weiterspielen. Nicht, dass es heißt, ich spiele dann gegen andere Mannschaften oder so. So, das ist der Plan. Wir spielen gegen Frankreich im Achtelfinale. Und dann, wenn wir Pech haben, treffen wir entweder auf Deutschland oder auf Russland. Also, wir werden sehen. Wie gesagt, Frankreich wird am Anfang schon sehr starker Gegner werden, auf jeden Fall. Und das wird ein hartes Spiel werden. Und wie gesagt, wir hoffen mal, dass wir hier weiterkommen. Definitiv. So, jetzt würde ich sagen, tun wir unsere Premium-Match mal schnell abholen. Für den Job. Da kriegt man wieder einen Spieler. Und hoffentlich, hoffentlich mal einen Spieler, wo ich brauche. Ja, drückt mal die Daumen. Und. Ach, es soll einfach nicht sein. Es soll einfach nicht sein. Okay, ab in den Verein. Es soll einfach nicht sein, dass wir irgendwelche guten Spieler kriegen. Gott. Dann würde ich sagen, werden wir weitermachen. We'll be right back.